Und damit willkommen zurück. Eine Schlacht haben wir noch vor uns. Kurz gucken. Passt, passt, passt. Nice. So, also diese eine Schlacht im Erebor wird noch gespielt. Dann wird die Phase beendet. Ich glaube, langsam neigen wir uns dem Ende zu mit diesem Ringkrieg. Es bleibt aber noch ein bisschen spannend bleibt es noch. Ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja. So. Und der Erebor ist immer eine blöde Map zum Verteidigen. Ne? Oh toll. Kommt's mal raus da. So. Damit müsste ich die wichtigsten Gebäude einnehmen können. So. Genau. Obwohl drei Baumeister sind schon genug. Vier werde ich gerade nicht unterhalten können. Das geht einfach nicht. So. Oh, ist nicht gut da zu bauen, aber ist egal. Ich baue jetzt einfach. Einfach bauen. Ja, und irgendeine Truppe wird den auch einnehmen, aber die, die ihn entdeckt haben, sind es nicht. Na, ich darf ausbilden. Aber da warte ich noch ein bisschen ab. Die müssten das sein. Ja, passt. Ja, wo bauen wir denn noch? Ja. So, Türchen zu. Ah ja. Das Gasthaus, das zerballern wir gleich. So, und dann bauen wir uns schön weiter aus. Das holen wir uns auch. So. Passt, passt. Gibt's hier Türme? Hier gibt's doch Türme, oder? Ja, sehe ich aber gerade keinen. Irgendwo gab's hier mal Türme. Glaube ich. Hier zum Beispiel. Ah ja. Ja. Die bösen Feuerdrachen. Eigentlich sind es ja bloß arme, missverstandene Kreaturen, die alles abschlachten und verbrennen, aber. Ob sich Peter auch dafür einsetzt, wer weiß. Wäre mal sehr interessant zu wissen, ob es. Wenn es. Stellt euch mal vor, wir würden in einer Welt leben, wo es Feuerdrachen gibt. Ja. Und zwar die richtig harten Drachen, die echt krass bösen. Ob es dann Tierschutzorganisationen gäbe, die sich dafür einsetzen, beziehungsweise ob es dann die Tierschutzorganisationen, die wir jetzt haben, sich dafür einsetzen würden, für diese Tiere. Das ist die Frage. Oder? Oder ob sie als Tiere zählen, wenn sie sprechen können. Smaug konnte ja zum Beispiel sprechen. Zumindest im Film, im Buch weiß ich nicht, ich habe das Buch nie gelesen, aber im Film? Ja. Das wären schon sehr interessante Fragen. Ja, haut's alles kaputt, ne? Das soll's ja tun. Alles. Alles. Tja, Aragorn Level 8 instant tot. Haldir Level 8 instant tot. Tschüss. So kriegt er den Erebor nicht, Jungs, ne? Wenn er so kämpft. Könnt ihr es auch gleich sein lassen. So, wo kann ich noch bauen? Irgendwo muss doch noch was gehen. Ja, hier sind noch große Hallen. So. Ja, die Einstellung. Die ist immer ganz wichtig, die Einstellungen. Die sind fundamentale. Ja, fundamentale Bedeutsamkeit. So. Was geht hier? Was? Der müsste eigentlich jeden Moment aufgeben, ne?
So, du rennst zurück und baust jetzt hier so eine Rüstkammer. Bau mal hier hin. So. Ah, guckt's hier. Ha! Da schwimmen Erzwegen! Wie geil ist das denn? Chu-chu! Ja, und dann verschwinden sie leider in nix. Trotzdem ist das ein ziemlich nettes Gimmick. Ob das im Erebor wirklich so war? Oder ob das einfach bloß hier so Fantasy-Blabla ist? Da liegen schon wieder Schatztruhen rum. Ja, die habe ich mitgenommen. Sehr lustig auf jeden Fall. Ja, sollen sie doch. Ah, der hat da einen Turm gebaut. Interessant. Definitiv. So. Wo können wir noch bauen? Da geht noch was. Ah, hier ist jetzt der Ausgang. Okay. Ah, hier jetzt noch so. Also, wenn man den ganzen Platz hier ausschöpfen kann. Wow, hier ist halt mega Platz, ne? Da ist schon was machbar. Aber das zu verteidigen ist nicht so einfach. Du hast drei Zugänge, du hast ein fettes Tor. Du hast zwei Seiteneingänge. Boah, ja. Aber man kann sich halt richtig schön ausbreiten im Grunde. Leider kann man keine Mauern bauen. Ist natürlich schade, aber was will man machen? So. Wo gehen wir jetzt noch hin? Hier irgendwie. Ja, jetzt aber. Jetzt habe ich so schön Platz und dann heißt es, da können wir nichts bauen. Einfach alles raus spammen, was geht. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist schön. Die holen wir uns auch gleich. Haha, wie teuer! Krass! Aber das macht nichts. So, Festung will er auch. Kriegt er auch, aber das ist ziemlich. Ah ja, Regen, genau. So. Alle Führerschaftsboni zu verlieren ist teuer. Eigentlich ist es zum Beispiel sehr gut gegen die Zwerge. Der Eisregen. Weil der König Dain etc. da. Puh. Oder wenn du gegen eine Esse kämpfst, sind alles Führerschaftsboni. Die sind dann weg. Tschüss. Nix mit Führerschaftsboni. Das ist dann GG. Hast dann Pech gehabt. Ja, also von dem her. Nett, nett. So, jetzt müssen wir darüber. Wo? Ah, da muss ich echt mal was gegen tun. Das geht so nicht. Du bist nie fertig, du bist ein Baumeister. Du musst bauen, 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 bauen. Wenn der nicht baut, dann ist er ein Meister. Was will ich mit einem Meister? Ich will einen Baumeister. So. Ja, wenn du das Baumeister wegnimmst, bleibt Meister übrig. Ich will keinen Meister. Ich will auch keinen Bau. Ich will einen Baumeister. Den hole ich mir. So. Vielleicht wäre es klug, hier so zwei so Dinger zu. Ja, GG. Jetzt schön aufgeben. Ne? Jetzt, wo ich gerade so schön dabei bin, mich hochzukämpfen. Kenne ich doch das ganze Spektakel. Das wird nichts mehr. Wir ziehen uns zurück. Wir haben Angst. So, tschüss. Die Rüstkammer-Erweiterung bringt mir jetzt auch nichts mehr. Aber ein bisschen was konnte ich ausrüsten. Ein bisschen was konnte ich bauen. Wow, der Gegner hatte 6,23 als Wert. Das ist nicht schlecht. Das heißt, er hat mit sehr wenig sehr viel zerstört. Ja, yeah, Gondor will halt nie. So, Gondor ist mein. Und dann holen wir uns jetzt Isengard zurück. Schicken ein paar Armbrustschützen raus. Das bleibt stehen. Ist lustig, dass ich hier ausbilden darf, ne? Sollte eigentlich nicht möglich sein. Egal. Na gut, wie auch immer.
Was haben wir hier? Armbrustschützen. Die können wir ja alle hier erweitern, ne? Genauso wie hier. Die Ballisten tauschen wir aus gegen. Ach, da gibt's gar nicht so viel zum Tauschen. Ja gut, dann tauschen wir halt so. Die schicken wir dahin. Den schicken wir dahin. Oh ja, pass mal auf. Ah ne, die. Ah ne! Kann ich schon da hochschicken, so ein bisschen. Ein bisschen verteilen. Bams! Die fliegen hoch. Und der greift an. Das haben wir verteidigt. Die werden ausgerüstet. Die werden sowieso ausgerüstet. Das passt. Machen wir das so rum? Ja, ist besser. Der wird mir hier gar nichts wegnehmen. So weit kommt's noch, dass ich jetzt schon wieder alles verliere. Nee, nee. Nicht mit mir. Nicht heute. Bauen wir erstmal. Ist ja wurscht. So. Und das kann dahin. Das kann dahin. Da können wir auch noch bauen. Ist auch egal. Okay, also der greift da an. Hier verteidigen wir irgendwie. Das wird schon werden. Der könnte hier angreifen, aber das ist ziemlich egal, weil. Na, nee, da macht er mir auch keinen Stress. Und hier, ah, da können wir auch noch bauen. Und dann greift man hier an, weil da ist nichts. So, nochmal ganz kurz speichern. Es geht dann auch sofort weiter. Und dann schauen wir mal, was er macht. Tja, Hans Klamm! Ja. Ja, gut, danke. Ja, dann Hans Klamm! Ich will gar nicht wissen, wie oft ich jetzt heute hier Hans Klamm gekämpft habe. Das. Puhuhuhu. Oft, sehr oft, mit Sicherheit sehr oft. Aber soll mir recht sein. Ich renne auch gleich raus. Was will er groß machen? Da geht nix. So. 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 Ich find's cool, dass ich da eine Schmiede hab. Das ist sehr nützlich. Oh nein, Reiter! Wow, unausgerüstete Reiter gegen... Macht Schaden. Macht gut Schaden. Trotzdem sterben sie weg wie die Fliegen. Zum Glück vermehren sie sich nicht wie die Fliegen, sonst hätte man ein Riesenproblem. Dann... Kannst gleich rausgehen, GG, das war's. Sollte das jemals der Fall sein? Doch, da geht was. So, Türsche zu. Es zieht. Was haben wir hier? Sind die da drüben? Ha. Sehr interessant, aber auch irgendwo wieder komplett egal. Stopp. Ich muss hier so nah wie möglich am Rand bauen. Fürchte ich. Müsste das Beste sein. Oh, auch schon Stufe 8. Der levelt nicht schlecht. Seine Helden. Und ein Feind ist schon instant gestorben. GG, tschüss. So. Einfach nur Armbrustschützen rausknallen und das war's. Ob die jetzt ausgerüstet sind oder nicht, ist egal, weil die werden ausgerüstet werden, das ist das Schöne. Also das werden die sowieso. Das ist das Tolle daran. So, die Baumeister alle abknallen. Sehr schön. So, wir gehen auf den Vorhof. Und dann sind wir fertig mit dem Bauen der Festung. Viel Platz haben wir nicht. Ja.
Ja, das können sie probieren, wie sie wollen, aber. Also, Ende, ne? Ein paar wenig Einheiten haben wir jetzt in der Festung stehen. Macht aber überhaupt gar nichts. Das ist geschenkt. Geschenkt ist das. So, da rennen wir gleich. Oh nein. Bin ich jetzt mit beiden Leuten. Nee. Das wäre dämlich. Ich dachte, ich hätte es da Lurz und Saruman gesehen, aber das ist ja Schwachsinn. Das kann nicht sein. Nee. Ich hoffe es zumindest nicht. Selbst wenn, machen einfach kaputt. Ja, die böse Waage. So, wieder Punkte verteilen, das ist ganz wichtig. Hilft nichts. So. Ja, der wird vor allem sterben. Oh, der Schaden lässt sich sehen. Der kann sich nicht mehr bewegen. Das tut halt weh. Ich könnte zwar in den Nahkampf gehen, aber das muss nicht sein. Tschüss, auf Wiedersehen. Einfach alles kaputt machen. So. Einfach bauen. Na, da oben hat es auch Barde. Alles kaputt machen. LOL! Ernsthaft? Nee. Das machen wir nicht, nicht? Das. Nee. Nope. Wäre noch schöner. Tö. So, das kann er sich gleich verirren. Nee. Was macht der denn da hinten alles für einen Schwachsinn? Mir gibt's halt nicht. Ich hätte aber schon mehr Schaden gegen Stufe 2. Guck mal, die sind Stufe 1, die Soldaten. Ich hätte schon mehr Schaden erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wird er das? Ich hoffe. Ich hoffe es, ich hoffe, du laberst mich nur. Die KI nervt ja, dass sie sich jetzt überall so aufbauen will. Klar, sie schafft's nicht, trotzdem nervt's einfach. Ah, das ist. Dahin. Na, dann baust du es halt da. Wir haben auch schon überall Schmelzöfen stehen. Ist auch ziemlich cool. Bis auf hier. Hier fehlt irgendwie was. Im Grunde könnte er jetzt aufgeben, ne? Weil ich nicht weiß, was er hier noch zu schaffen gedenkt. So, Burg fällt schon wieder. Wir machen Burg ordentlich kaputt. Burg. Das ist nicht. Das ist kein Turm, das ist nicht Ortung. Nein, das ist Burg. Ich weiß nicht, wie der Turm von Sauron heißt. Das ist Ortung, das weiß ich, aber der zweite Turm, irgendwas mit Dur, Ball, Ball. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hat aber auch einen Namen, aber den Namen selbst kennt nicht. Das geht da kaputt. Oh ja, schießen geöffnet, Pfeilen kaputt. Funktioniert super. Rip. Naja, wir haben einen Feind vernichtet. Oder so. Uruks.
So, damit ist auch die... Oh, 12, noch was, ist nicht schlecht. Ah, also was. So, damit ist auch diese Aufnahme wieder beim Ende angelangt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.